Oh, ah, Ey, wo weiter kann ich denn geht's. überhaupt abschließen hier? Hallo, was ist das denn? Kein Schlüssel mehr oder was? Jetzt. Da. Ich will nur die Nacht genießen, wenn jemand fragt. Ich Bescheuert? bin Alter. Auto kommt auf uns zu. Hier sind so einige Autos, links ein Auto, rechts ein Auto. Dem Heli parkt er jetzt das Auto. Baum dazwischen, ich sehe nicht, was er macht. Wir laufen auf der Straße rum. Ja, der eine, ja, das ist sicher. So eine Langwaffe. Sind keine Polizisten da oder was? Für Chanklas raus. So wartet uns. Hilft. Nee, wenn man guckt, dann sonst wohin. Auch nicht zu uns. Hier Polizisten. Jo. Wo kamen die schon wieder her? Sind sie wieder beim Tschüss. Gefängnis? Hast du das getroffen oder was? Ein Gefängnis? Ja, oder bei Land, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja, auch nicht. Werden die das Fernglas? Du. Du siehst doch die zwei roten Trucks, aber wie gesagt, eine habe ich auf der Straße gesehen und das war's. Ein blauer Helikopter rum. Keine Ahnung, ob der Polizei ist oder wer das immer ist. Aber bei vier Polizisten wird ja nicht viel passieren. Immer, was sollen die machen? Ah, ich hab den nicht im Blickfeld. Polizei spielt ab. Ja, hätte ich auch gemacht. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wo es gerade geballert wurde. Oh, sonst ist hier keiner mehr. Never forever. Ja. Bin ganz kurz im Kopf. Ja, ich bin fit. Ja dann. Hast ja keine Waffe. Ja, richtig. Läuft. Wenn Sie fragen, ich bin ganz kurz im Kopf. So. Ach ja.
So, lebe ich noch oder bin ich schon gestorben? Weiß ich nicht. Ah, ich wollte von Heli fliegen. Mal los hier, oder? Die beiden roten Autos sind gerade abgefahren, oder die orangenen, hell leuchtenden Ding abgefahren eben. Wer ist hier? Ja, trotzdem Autos. Heli, ich glaube, dass der Heli der Lenker jetzt landen und sperren kann. Okay. Ich habe ihn zwar jetzt nicht gesehen. Ja gut, dann Ja, mehr passiert hier nicht. Bist du wieder runter? Ich sehe es kommen. Lass du gleich wieder das Scan-Punkt. ich habe keinen Ja, Punkt. lass mich da hin. Lass mich hin, ich zeig dir, wo der Punkt ist. Nein, jetzt habe ich nur. Bitte. Ich habe trotzdem keinen Punkt gehabt. Ja, eben, dann du da springst du runter, oder was? Du bist jetzt Soll runter, ich wenn du den Punkt drauf hast. bleiben wie Schwarzbie? Natürlich. Okay. Machen wir jetzt? Wir einfach mal Richtung ja, ist der Tisch drauf. Cool. Richtung Dings rüber. Was? So. Mann, wie Welche heißt Dings? das? Ich Warte mal. glaube, weiter, wo wir sonst generell eigentlich fahren. Keine Ahnung, was du meinst. Wo waren wir als Ares generell? Pyros oder was? Ja, Aber fährst du genau, ja mal in die danke. falsche Richtung gerade, aber sollte ich ja nicht. Was? Oder fährst du in die Richtung weiter? Hallo, ich war in die richtige Richtung. In die falsche, du fährst gerade Richtung Kavala-Autobahn oder Ja, durch Kavala durch. so. Hä? Wie durch Kavala durch, hä? Ja, durch Hä? Kavala durch. Wohin willst du? Ich hab keine Ahnung, wo du hin willst, fahr aber mal. Durch Wo bin Kavala ich durch. überhaupt? Wir fahren durch Kavada durch, runter zu. Hä? Was? Durch Kavala durch runter zu was? Hä? Der Büro ist. Sind die bescheuert? Ja, musst du zurückfahren, andere Richtung. Einmal Hauptstraße folgen. Kavala durch. Gottes Willen. Hubschrauber. Andere Richtung, okay. Immer der Hauptstraße lang. Leben wir gleich so nicht, weil irgendwas passiert dabei. So, ich mach mal Ego an, da sehe ich übrigens nicht mehr, was passiert und dann. Alles gut. Hast wenigstens keine Videoaufnahme, läuft. Richtig. Schrei, wenn jemand kommt und du jemand mitnimmst oder so. Bereite ich mich seelisch darauf vor, jo. Bist du tot? Gut. Musst du das sagen? Ich bin rein, ich sehe mich drauf vor. Du hast aber nichts gesagt, also das zählt nicht. Das Oh hast du Mann. gesagt. Ich weiß, aber du hast mir nicht Bescheid gegeben. Ich hab dir nur Folge geleistet. Cool. Aber. Ja, gut, du mal den Medik. Hab ich. Ja, läuft. Ich bin nicht in der Lage zu rennen, weil ich zu schwere Sachen mit habe. Marvin, bist du zu schwer? Wie, warum bist du kennen, du, hä? Ich krieg jedes Mal die Meldung hier. Mach dir jetzt mal die Aufnahme an. Das ist ja mal später siehst.
kannst du das mal oben rechts verfolgen. Trägst du hohes Gewicht, um zu mit dir bist nicht in der Lage zu rennen oder dich schnell zu bewegen, bis du in Times abgelegt hast. Ihr habt doch nichts mitten aus dem Defi, oder? Keine Ahnung, du bist bewusstlos, du kannst nicht rennen. Ja, logisch, aber die Meldung kommt. Schön. Gut. Geht es jetzt hier weiter, wie auf wie live? Oder kommen wir? Echt? Mikrofon muted. Juhu! Oh, la, die Walpi. Aua. Aua. Das war das Rektorkanal, ne? Oh Gott, das Bild. Moin. Hallo. Was Aua. Ist denn hier passiert? Haben sie Aua? Ich hab Aua, Bubu. Am Knie sind die Leute, Gottes Willen. Am Knie, uiuiui, soll ich ihnen da mal helfen? Soll ich da mal drauf? Helfen auf Töten im Spiel? Ja, ja. Da verletzt? Das mache ich dann mal schnell, ne? Dankeschön. Kriegst dann auch noch so ein Unicorn-Pflaster drauf. Hui. Krieg ich auch noch Prinzessin Lilifee. Prinzessin Lilifee wollen sie auch noch drauf, das hat mein Kollege da drüben. Okay. Dann müssen sie einmal ums Auto laufen. Am 12.04. kann man sich ja bei Ihnen wieder bewerben, ne? Geht nicht. Echt? Ja, es gibt auch noch eine andere Seite vom Auto, Schätzelein. Ich wollte mich heute Mittag noch jemanden. Ich habe heute Mittag noch jemandem gesagt, ja, Freitag kann man sich wieder. Vielleicht war das auch gar nicht. Liegt da noch einer? Er liegt einer. Ja, hier liegt noch einer. Also, ich weiß ja nicht. So unauffällig liegt da jetzt nicht. Ja, kann ja sein, ne? Aber der Herr mit dem blauen T-Shirt möchte gerne noch ein. Was heißt Lilifee? Richtig, Prinzessin. Ich habe leider nur Hello Kitty oder Einhorn. Oh. Einhorn hat das schon von mir. Richtig. Dann die Kitty. Kitty noch auch. Richtig. Mit oder ohne Glitzer? Sexy Pille da. Sie sind jetzt schon mein bester Freund. Wie bitte? Oh, Sie sind auch mein Freund. Ich bin Ihr bester Freund? Ja, weil er mit Glitzer genommen hat. Ah, Glitzer, ja. Warum schläft er dann schon wieder? Der müde oder? Da muss man mehr Kaffee trinken hier. Ich meine, nach dem Autounfall wäre ich auch müde. Da haben sie ordentlich hier die Wand mitgenommen, also die Mauer. Ja, aber die fallen leider sehr schnell. Wer ist denn von Ihnen hier gefahren? Ich nicht, gehöre hier gar nicht zu. Ich bin auch nicht. Freiwillige Ersthelfer, der einfach nur rumfällt und fährt und Leuten hilft. Ui. Oh je. Ja, ja. Was soll der für einen Pfirsich haben? Das glauben Sie gar nicht. Ich hab Pfirsich mit, wollen Sie Pfirsich haben? Oh, nee, nee. Obwohl, hätten Sie vielleicht zwei? Ja, gerne. Schönen guten Tag, Frau Waltes hier. Frau Westerfrau, mein Name. Haben Sie Kopfschmerzen? Hallo? Oh je. Ich gebe Ihnen ja mal schnell was dagegen. Bei mir dreht alles. Aua. Bitte schön. Ich gebe jetzt ein paar Medikamente. Dankeschön. Sie werden jetzt für 2-3 Minuten sehr verschwommen sehen, aber danach sollte es wieder gehen. Ich sehe schon lange. Geht's Ihnen jetzt besser? Ich muss ja alles doppelt. Aua, nein. Ja. Das ist eine Nebenwirkung. Wow. Denn, wenn man Spieler ausrauben klingt? Spieler ausrauben? Wo sehen Sie denn das? Sind meine magischen Ganz Fähigkeiten. Ruhig da unten. Ich bin ein Magier. Einmal bitte von dem Verletzten weg. Ah, Entschuldigung. Oh. Wo haben Sie denn noch Spieler? Ich habe kein Geld. Oh, mein rechter Arm, der tut dermaßen weh. Rechter Arm? Sollen wir da noch mal drauf Ein wenig Dampf ablassen aus einer bestimmten Richtung. Einmal hier.
Ist sogar wieder hier ein Unicorn-Pflaster. Hello Kitty, wir haben mal lieber. Na, jetzt klebt das schon, jetzt kann ich das nicht nochmal abreißen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ja. Ja, ja. Komm, von mir kriegen sie noch ein Hello Kitty. Ja, können Sie sich dann noch daran erinnern, was passiert ist? Hallo? Ich glaube, der pennt schon wieder. Hallo? Nein, hallo. Oh. Es tut alles so weh. Und sehe ich so verschwommen. Bin schon im Himmel. Das geht in ein, zwei Minuten wieder weg. Das liegt an den Medikamenten, habe ich Ihnen schon erklärt. Sag mal, haben Sie hier ein Schädel-Hirn-Trauma? Frau Feuerwehr. Warum jetzt auch der Kopf? Ja, bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Oh nein, Entschuldigung. Herr Feuerwehrmann. Ja, bitte? Haben Sie da ein Pflaster für mein Aua-Aua? Ein Pflaster? Hello Kitty oder Einhorn? Aua. Beide. Sag mal, haben Sie immer noch Schmerzen? Mit oder ohne Blitzer? Hier, dann setzen Sie sich bitte mal hier auf den Straßenrand. Stehen Sie mal bitte auf. Sehr schön. Sie sind ein Engel. Ein Engel im Rot. Können Sie mir hochhelfen? Ja, sicherlich. Und 3, 2, 1, hopp! Aua! Wohin? Welchen Straßenrand? Links, einmal rechts, nach rechts von Ihnen. Okay. Nach rechts. Ja, das ist geradeaus, Schätzelein. Geht. Dann bleiben Sie hier mal kurz sitzen. Halt, stopp. Oder legen Sie sich hin. Mir ist schwindelig. Es geht nicht mehr. Es müsste gleich vergehen. Haben Sie denn noch Schmerzen? Möchten Sie einen Schmerz haben? Ja, rechter Arm tut extrem weh und die Schulter auch noch. Aua. Oha. Tut das weh, wenn ich hier drücke? Au! Oha. Die scheint mir ausgekugelt zu sein, die Schulter. Oh je. Aber. Ah, die Praktikantin hat ja zum Glück gerade ihr Medizinstudium gemacht. Die kann sie die bestimmt einrenken. Das tut aber ganz schön weh, ne? Sag ich Ihnen mal. Ja, ich gebe ihm erst nochmal was für die Schmerzen. Also, ich werde dann kräftig dran ziehen. Und dann kommt so ein Glockengeräusch und dann sollte die Schulter wieder drin sein. Kannst du mit den Händen halten? Herr Fischer, haben Sie die Medikamente verabreicht? Jo, volle Dosis. So, sind Sie bereit? Juhu, ich sehe alles doppelt, dreifach. 3, 2, 1 und ruck. Au! Ja, fühlt sich richtig an. Stellen Sie sich nicht so an hier. Wir haben ordentliche Schmerzmedikamentdosis hier. Mensch. Ich drücke noch einmal, mal gucken, ob es immer noch weh tut. Oh, waren Sie immer so hübsch? Das scheint besser zu sein. Sie haben eine sehr schöne Stimme. Danke, danke. Ja, ne? Also nicht das sage ich auch jeden Tag zu Herrn Fischer. Also, da gehe ich aber wieder so. Also, die Medizinstudium gemacht hat. Oh, super. Geht's Ihnen jetzt besser oder fehlt Ihnen immer noch was? Brauchen Sie noch ein Pflaster? Ja, können wir eigentlich fast schon einen Ganzkörperverband anlegen? Bin ich jetzt eine Mumie? Ja, wie eine Mumie. ich sehe gerade immer noch doppelt. Ja, das könnte an den etwas stärkeren Schmerzmitteln liegen. Was haben Sie mir gespritzt? Das wollen Sie, glaube ich, gar nicht wissen. Morphium. Ja, aber nicht zu wenig. Vielleicht. Nicht zu wenig, Sie wissen auch schon, dass es tödlich enden kann. Hey, Sie reden dann auch also. Atmen tun Sie auch noch? Die Dosis war natürlich vorher abgemessen. Oh, ich sehe gerade drei Autos vorbeifahren. Drei Autos? Ja, moin. Ich glaube, das war nur ein Auto. Könnte sein, dass ich vielleicht noch eine Gehirnerschütterung habe?
Was machen wir jetzt mit den Kollegen? Nehmen wir den mit ins Krankenhaus oder? Ah, mein Kopf tut im Ring auch noch extrem weh. Oh. Irgendwie wird es nicht besser. Aber. Der Herr, haben Sie denn einen Führerschein? Ja. Hab ich? Haben Sie? Hab ich? Ja. Hab ich? Ja, dann können Sie doch. Oder ja, eine Verstärkungseinheit ist auf dem Weg, die würde Sie dann mit ins Krankenhaus nehmen. Oi. Okay, hat sich schon okay. Geklärt. Juhu. Wer bleibt so lange da? Die Einheit ist schon da. Okay. Hallo. Moin. Der müsste einmal mit ins Krankenhaus. Ja, wir haben keinen Platz mehr, ist alles belegt. Wie? Ja, ist alles belegt. Da können nur drei einsteigen. Sehe ich doch noch einen Platz, da, oder? Da ist doch noch ein Platz drin. Ja, frei ja, hier. Ja, nee, der funktioniert. Nein, da ist ein Geistlicher drin. Halt die Backen. Da ist ein Geistlicher drin. Der muss ins Krankenhaus. Ja, ihr braucht auch. Da fährst du halt bei uns mit, da fährt ein anderer von denen. Nö. Nee. Sensor. Salvatore? Er soll einsteigen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich helfen hier. Wir packen sie mal rechts und links an. Ja. Und hinten an die Schulter. Das hebt die Stimmung. Ihr kommt aber mit zum Krankenhaus, ihr übernimmt den dann. Ja. Aua. Bis gleich. Aua. Wollen Sie abschleppen oder wollen Sie hinterherfahren? Komme ich hinterher? Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Wie komme ich da hin? Haben Sie einen Schlüssel hier für den Wagen? Nee. Ja, dann schleppe ich den ab und dann fahren Sie bei uns mit. Okay. Ich darf auch nicht mit Fremden fahren. Das Info. Aber was für eine Frau dabei ist, dann kann man immer schön einsteigen. Das stimmt. Es heißt ja Fremden und nicht Fremde, von daher kein Problem. Ich meine, wir haben da gerade ihren Freund vom Boden aufgehoben. Mein Schnurrchen. Wir sind da sehr vertrauens. Unwürdig oder würdig? So, dann kommen Sie schon mal mit. Hinten an die Schuhe gegangen. Dann stellen Sie einmal ein. Kennen Sie Sam, den Feuerwehrmann? Kennen Sie nicht, Manu? Ja. Sehr gut. Kennen Sie auch Cresu, den Feuerwehrdrache? Hey, ich kenne Malzahn. Den kenne ich wiederum nicht. Lukas und Lokomotive und so. Oder Nepomuk, ich will dir fressen. Geht ihr alle nicht? Wer sind die denn? Ich will neue Medics haben. Hallo?
gehe jetzt noch eine Runde an einen Tropf. Das heißt, ich werde jetzt nochmal eine... Ja, Sie können reingehen zu Ihrem Kollegen. Okay. Der wird gerade noch behandelt. Ja, machen Sie. Wie viel Milliliter legen Sie an? 500, das reicht. Hallöchen, so. Da sind wir wieder. Aber ja, ich habe ihm jetzt erstmal eine kleine Beruhigungsspritze gegeben, also so eine Schmerzspritze, und habe ihm noch eine Beutel 500 Milliliter Kochsalz gegeben. Ne? Sehr gut. Dann sind Sie jetzt der behandelnde Arzt. Bis denn. Nee. Nein, Spaß. So, der Herr. Wo haben Sie denn aktuell noch Schmerzen? Ach so, Herr Fischer? Ihr Genick? Ihr auf der rechten Seite. Herr Fischer? Tut mir auch die Rippe weh und... Fischer? Oh. Was ist das denn, Fischer, für ein Fischer, ich find's gut, dass du an einem Patienten vorbeigefahren bist. Hier behalten, Mensch. Wir würden erstmal... Was? Notschlachten? Notschlachtung? Oder sehe ich? Notschlachtung. Also da wäre ich auch mal. Nein! Wenn nichts anderes mehr hilft? Ich gebe kurz dem Leichenschauhaus Bescheid. Und? Ich kann den auch gerne mitnehmen. Ich habe dafür bestimmt noch Verwendung zu Hause. Für die Reste? Viel bleibt aber nie übrig, du. Ja, da wird eine Suppe draus gemacht. Aua, mein Genick, meine rechte Rippe tut weh. So, also ihr Genick und? Und was? Ihre Rippe? Meine rechte Rippe. Aua. Ja, ich glaube, da muss man noch meine die Kollegin ihnen erstmal ein Stealth-Neck anlegen für ihren Nacken. Stealth-Neck? Ja, einmal den Kopf ganz ruhig halten, ganz ruhig. Sitzt. Wofür ist das Stealth-Neck da? Könnt ihr mich aufklären? Na, wenn sie Kopfschmerzen und Nackenschmerzen haben, kann ja sein, dass ihr Genick einen Schaden bekommen hat. Wenn es nur dein Genick wäre, wäre es ja gut. Ruhe! Dir noch gefallen, wa? Dann würden wir Ihnen jetzt noch einen Druckverband. Ja, obwohl. Ja, vielleicht erstmal Röntgen. Oder Röntgen. Ja, machen wir. Also ich glaube, Rippe raus wäre die beste Lösung. Boah! Oh, ab auf den Grill, wa? Der Herr, wir helfen Ihnen jetzt nochmal hoch und dann gehen wir einmal hier vorne rüber zum, zum Drucker, wollte ich gerade sagen. Zum Drucker, okay. Einmal Hose runter, draufsetzen und dann passt das. Nee, hier. Wie heißt das Ding nochmal? Mensch, jetzt hab ich doch glatt das Wort. Zum NRT oder CT? Nee, CT ist eine Kopion. Nein. Computertomographie nennt sich das CT, aber ist in Ordnung. Ja, nein. Röntgen, Mann, mir ist Röntgen noch nicht eingefallen. Hab ich erstmal gucken, ob eine Rippe gebrochen ist, Mensch. Ja, hört auch keiner zu dir, Mensch. Also, alle. Da hab ich zugehört, ne? Alle, ab. Eins, zwei. Helfen wir Ihnen jetzt einmal hier rüber zum Röntgen, da vorne bei dem Waschbecken. Soll bei Waschbecken? Ja, das Waschbecken. Da werden sie einmal reingelegt. Ja, ja, da oben kommen dann die Röntgenstrahlen raus. So. Ja, alles klar. Okay, kann man machen. Ja, am besten, wenn ich hinlegen. Hier auf dieses. Ja, super, vielleicht ein bisschen seitlich. Ja, genau. Muss ja auch alles schön aufs Bild. Perfekt. Die Tür zu ist sie. Ich verlasse mal den Raum. Es wird kalt. So, dann gehen wir mal drüber und machen die Bilder. Elvin! Sieht nicht so gut aus, ne? Der hat gerade schwarz vor den Augen. Ja, es sieht leider so aus, als wäre die Rippe komplett kaputt. Was ich glaube, wir müssen sie da einmal operieren, die Rippe entfernen, einmal zumachen und dann müsste es ihnen wieder super gehen.
Das heißt, die Rippe wächst nach oder wächst nicht mehr nach? Nee. Ist doch klar, dass die Rippe nicht nachwächst. Aber sehen Sie es so. Die Models lassen sich die Rippen entfernen, um eine dünnere, wie heißt das? Eine dünnere Hüfte? Wie? Was denn? Rippe! So. Nein! Na, um dünner zu sein, entfernen sich die Models die Rippen, ja. Und sie kriegen das kostenlos. Soll das heißen, ich bin fett, oder? Ja, das können sie jetzt auch so sehen. Habe ich zwar nicht so gesagt, aber... Also für normale Menschen nicht, aber für ein Model werden sie schon fett. Ich bin ja kein Motte, sehe ich so aus. Ich bin auch Ja, ich finde sie auch recht attraktiv. Na gut, jeder hat einen anderen Geschmack, ne? Okay. Wo ist ja, dann soll ich Ihnen hier die Rippe rausziehen oder woanders? Nein, operieren bitte. Es geht ganz schnell. Ich glaube, die müssen rein und operieren. Noch offen. Ich mache da einen kurzen Schnitt ja, in unser der Seite. Facharzt für Rippenbrüche kommt gerade. Sauber! Der wird sie dann operieren. Oi, oi, oi. Dann müssen sie schon mal hier mit auf die Trage kommen. Und da dreht er wieder um. Zurückkommen, Facharzt! Au! Hör auf! Aua! Alles tut weh! So, dann legen sie sich noch einmal hin. So, sie sind ja ein harter Junge, oder? Brauchen keine Betäubung. Ich bräuchte bitte nochmal eine Betäubung. Negativ? Oh, dann kriegen sie nochmal Betäubungsmittel. Ja, danke. Ist allerdings nur eine örtliche Betäubung, ne? Dann mache ich einmal einen Schnitt und ziehe die Rippe einfach raus. Können Sie bitte sagen, wann Sie es tun, damit ich mich schon drauf vorbereiten kann? Beißen Sie einfach kurz ins Bett rein, dann wird es schon... Zack, Rippe ist raus. Ja, wir erhöhen auch mal die Narkose. Aber der merkt doch gar nichts, Rippe ist schon draußen. Der ist komplett im Tiefschlaf. Ja, egal, fürs Protokoll. Was? Ja, dann kriegen Sie nochmal die Spritze. Was für eine so, ihr Kopf ist komplett okay, Rippe ist raus. Sie müssten eigentlich keine Beschwerden mehr haben. Oh, ist hier blaulicht. Ist ja alles doppelt dreifach. Schön. Also anscheinend ist die Rippe ja schon raus, dann brauche ich hier nichts mehr tun, dann kann ich ja wieder gehen. Tschüss. Hallo. So. Kann wieder gehen. Also, was ist denn jetzt überhaupt hier passiert? Ich habe nur mitbekommen, dass der Herr irgendwie sehr schwere... Können Sie mal Maul halten, bitte? Ja. Dass der Herr Schmerzen hat und Narkosemittel und was weiß ich für Spritz bekommen hat. So, was ist jetzt die Sache? Thoraxfraktur. Also, ja, ich habe da schon meinen Finger reingesteckt und die Rippe rausgezogen. Gut. Ich habe gedacht, das macht man so. Ich kann mich nicht drin. Westerfrau. Ich hab den Namen vergessen. Frau Westerfrau, ich würde Sie bitten, ach, Sie haben gar keine Ahnung, ne? Herr Fischer, holen Sie bitte mal einmal 5 Milliliter Cortison. Aber ja, natürlich. Und dazu bitte noch eine Hippo, also eine Betäubungsspritze. Ich werde Sie jetzt operieren, ja, das Ganze werden wir machen, wenn Sie bei Bewusstsein sind. Die Frau Larissa, also die Frau Westerfrau, wird Ihnen die Hand halten und wird mit Ihnen reden, ja. Währenddessen werde ich mich um Ihre Rippenpartien kümmern. Hören Sie zu, dann wissen Sie, was passiert. Ja. Sie bekommen jetzt, wie gesagt, eine Bespritze, ja, eine Beruhigungsspritze, eine gleiche Narkosespritze. Sie sind zwar da, aber Sie merken es nicht. Wie gesagt, die Frau Westerfrau wird mit Ihnen reden, ja. Und dann kann ich meine Arbeit machen. Für Sie zur Info, da Sie einen sehr schweren Rippenbruch haben, werden wir Ihnen eine Metallrippe einsetzen. Ja, diese Metallrippe ist aus besonderem Stahl, rostfrei und kann durch nichts behindert werden. Heißt auch. So, und. Ist er da? Nee, Sie sind jetzt ruhig. So, wir spritzen Ihnen jetzt was, damit Sie eigentlich mal die Klappe halten. Dann können wir mal Arbeit machen. Ah ja. So.
So, Frau Westerfrau, dann reden Sie mal bitte mit ihm. So, stillhalten. Oh, wie war denn Ihr Tag heute? Die Rippenstücke durchsägen. Stressig, was ist denn alles passiert? Naja, ich war arbeiten. Arbeiten? Was arbeiten Sie denn? Auf einmal halt. Ich arbeite in der Pflege. Oh. Und da wollte ich halt noch Pflanzen pflücken gehen und. So. Naja, also Blumen pflücken gehen. Was sind für Pflanzen? Naja, Blumen, Entschuldigung. Sonnenblumen, ja. Rosen. Und, naja, da hat mich ein Moskitos noch gestorben. Da bin ich volle Kanne gegen die Mauer gefahren. Und dann seitdem war ich nichts mehr. Aber sehen Sie es positiv. Herr Fischer, Sie müssen bitte einmal hier links halten. Und Frau, Frau, Sie müssen bitte einmal rechts halten, damit ich das hier festmachen kann. So. Ja, zieht ein bisschen, aber doll sollten Sie es nicht merken. Ganz leicht. Wozu ist das Teleskop da vorne da? Ich kümmere mich mal weiter, ja. So. Ja, seit wann macht die Frau das, Ärztin oder so zu sein? Seit wann macht sie das? Soll ich das Ganze einmal zunähen? Ach, was soll das denn jetzt heißen? Ja, hübsche Stimme und so. Meiner Stimme erkennen Sie, wie lange ich das schon mache? Nein, wie lange Sie das schon machen? Das wollte ich fragen. Es ist heute mein Praktikum. Ah, okay. Deswegen haben Sie keine Dienstuniform an. Okay. Wie bitte? Der Funk war gerade laut. Deswegen haben Sie keine Dienstuniform an. Ja, es ist heute mein erster Tag. Ja, haben Sie das super gemacht. Habe ich? Ja, danke. Ja, da gibt es dann 35 Sterne, wenn es überhaupt so viel gibt. Jetzt müssen wir erstmal dem Herrn da seine Ruhe lassen. Das müssen Sie Herrn Fischer sagen. Herr Fischer, sie hat bestanden, jetzt Sie können da aufnehmen. So, haben Sie denn jetzt noch Schmerzen? Eigentlich müsste alles wieder gut sein. Ja, jetzt ist langsam wieder gut. Wie sieht's denn aus mit Krankenschein? Ein Krankenschein? Ja, den können wir Ihnen vorne an der Rezeption ausstellen. Müssen Sie nur hingehen. Weil ich muss nämlich schwer heben und sowas in der Pflege, wissen Sie? Ja. Altenpflege ist nicht leicht. Dann kommen Sie mal mit. Dann regeln wir das vorne. Ihr Kollege kann auch mitkommen. Elvin! Ich find's gut, dass man ihn an den Rippen repariert haben und sie auf einmal laufen können. Macht super Sinn. Das nächste Mal können sie auch ohne Rippen laufen. Warum? Weil's nicht logisch ist, Sie Idiot. Seit wann nennt man mich bitte Idiot? Seitdem sie eine Brille aufhaben und Kevin heißen. Ist doch schön für Sie. Oh, da bin ich aber raus. Nein, alles gut. Finde ich mich gerade nicht so lustig. Also so, glaube ich, geht man nämlich nicht um. Aber ist okay. Ja, alles gut. Sie müssen wissen, in der Feuerwehr, Sie können mich auch zum Beispiel dissen oder meine Kollegen. Ja, es ist immer so. Wir versuchen gerade hier in der Klinik mit den Patienten immer so auf Freundschaftsbasis zu gehen. Wissen Sie, dass man halt ein bisschen kennenlernt, dann halt ein bisschen mobbt. So, wissen Sie, damit man ein bisschen einiger wird und so. Damit man alles besser ablaufen kann. Ich glaube, mobben ist dann an der falschen Stelle, aber ist in Ordnung. Ja, muss man sehen, wie man will. Entschuldigung, meine Einstellung ist egal. Ja, alles gut ist verständlich. Nicht jeder kann das ab. Holen Sie sich gerade ein Rezept oder so?
Um den gelben Zettel. Ihnen geht's soweit gut? Ja, mhm. Arbeiten Sie? Ich arbeite in der Pflege. So. In der Pflege, okay. In der Pflege ist es ja üblich, dass Sie sich anbieten. Darf man Ihnen erste Hilfekästen anbieten? Wenn Sie haben, immer gerne. Ja, das Problem ist, wir müssen Sie beurlauben, aufgrund dessen, weil, wie gesagt, Ihre Rippe ersetzt wurde. Ihr Körper wird wahrscheinlich versuchen, das erstmal abzustoßen. Das heißt, Sie kriegen von der Dame erstmal eine zweiwöchige Auszeit, damit sich das erstmal alles regenerieren kann. Weil wenn Sie nämlich jetzt arbeiten gehen, Sie strengen das alle zu sehr an, dann kann das sein, dass das Ihr Körper abbaut, ja, und dann ist das nicht so geil. Ja, also klar, Sie können auf eigene Verantwortung arbeiten gehen, aber ich würde Sie nicht empfehlen. Ich bleib sowieso dann zu Hause, wenn ich jetzt von euch krank geschrieben werde. Ja, das ist gut so. Also wie lange? Zwei Wochen? Zwei Wochen bis vier Wochen. Nur mal als Zwischenkommentar. Jemand, der nach dem OP eher so rülpst, erstens. Zweitens. Er verlässt den OP einfach ohne Bescheid zu geben und beschwert sich dann, dass der Patienten aufstehen und rumlaufen, weißt du? Er ist ja auch Operateur, der muss auch die Nachsorge machen, heißt, er muss denen auch sagen, sie dürfen erstmal nicht aufstehen für 5 Minuten oder sonst was. Aber. Ja. Ich schreibe mir das einmal auf. So, Krankenbescheinigung 5 Wochen, ärztliche Krankenhaus in Kavala. Robert Muster, sehr schön geboren. Wohnt in. Ja, sehr schön. Gut. Ich bin der Cybertor. Gut. Ja, wie gesagt, wenn Sie schlafen, bitte versuchen Sie es nicht auf der rechten Seite, sondern nur auf der linken. Dann, okay, haben Sie meinen Ausweis gesehen? Ja, den habe ich gesehen, den können Sie auch wieder haben. Okay. Bitte schön. Und nochmal, Entschuldigung. Das hat auch nichts mit Mobbing und sonst was, das ist aber scheiß IP, was er macht. Okay. Jetzt macht er da zwar wieder einen auf hier kompetent und so, aber wer aus dem LP rausgeht und erstmal anfängt zu golfen, hat im Rettungsdienst nichts zu tun. Also tut mir leid. Das hat auch nichts mit Mobbing oder sonst was zu tun, das ist einfach nur ab, weiß ich nicht. So. Schwierig. Leid. Die Bescheinigung, einmal den Durchschlag für Ihren Arbeitgeber, also für das werden andere entscheiden. Ja. Aber das geht gar nicht. Das ist absolut. Aber weißt du, da kann ich einfach die Arbeit der anderen Kollegen übernehmen. Das geht nicht. Ja, kann sich nicht über andere stellen. Wenn er meint, ist er der Beste und Coolste, der im Rettungsdienst nicht zu suchen. Rettungsdienst ist immer Teamarbeit. Waschen können Sie sich lauwarmes Wasser, na, wie gesagt, nicht reiben, sondern tupfen und einfach nur drüber laufen lassen. Shampoo, oder also Sie können Shampoo benutzen, aber wenn dann kein Parfümiert ist. Okay. Ja, weil sonst entzündet sich das alles immer. Das wollen Sie auch nicht, jetzt sind immer schreckliche Schmerzen. Weil Sie müssen wissen, schauen Sie mal hier.